Ja, wir sind jetzt in Schweden und wollen dieses Jahr eine Radtour machen von Stockholm durch Südschweden hindurch nach Kopenhagen, Dänemark. Meine Radreise von Stockholm nach Kopenhagen hat mich etwa 700 Kilometer durch Schweden geführt. Das Land hat eine sehr weitläufige und unberührte Natur, gut ausgebaute Wege und optimale Bedingungen zum Campen. Deswegen eignet es sich in meinen Augen ganz ausgezeichnet für eine Radreise. Was im Gepäck dabei sein sollte, was bei der Radmitnahme in Bus und Bahn zu beachten ist, welche nationalen und internationalen Radwege durch das Land führen und viele weitere Tipps und Hinweise für eine Radreise durch Schweden erzähle ich euch in diesem Video. Die Straßen haben in Schweden fast durchweg eine ausgezeichnete Oberfläche. Sandige oder unebene Pisten findet man kaum und selbst Waldwege sind nicht selten mit Beton befestigt. Schweden ist mit 44 offiziellen Radrouten wunderbar für den Radverkehr erschlossen. Wer das Land auf den Spuren von Astrid Lindgren erkunden möchte, dem empfehle ich beispielsweise den über 200 Kilometer langen Astrid Lindgren Radweg, der von Jönköping am Vätternsee über Vimmerby nach Västervik an der Ostsee führt. Ich nutze zum Navigieren die für Android verfügbare App Oryx Maps mit dem Theme Elevate. Das hebt neben unter anderem die Radwege und Radrouten farbig hervor. Auch vier der internationalen Europaradrouten führen durch Schweden, nämlich die Pilgerroute der EV3, die Sonnenroute der EV7, die Ostseeküstenroute der EV10 und die Nordseeküstenroute der EV12. Auf den Schnellstraßen existieren normalerweise keine Seitenstreifen, auf denen man getrennt vom motorisierten Verkehr fahren könnte. Die Schnellstraßen haben allerdings gleichförmigere Steigungen und Gefälle. Und das macht die sonst recht anstrengend zu fahrende schwedische Hügellandschaft zwischenzeitlich auch mal ganz angenehm. Was ihr außerdem wissen solltet, auf Autobahnen, Motorwegen und Landstraßen mit Mittelleitplanke, da ist das Fahrradfahren verboten. Die Radverkehrsinfrastruktur in den Städten ist ausbaufähig und an den Stellen, an denen gute Radwege gebaut worden sind, da geht die Flächenverteilung nicht selten auf Kosten des Fußverkehrs. Auch Bettelampeln sind für den Radverkehr leider nicht unüblich in Schweden. Sehr angenehm sind die gemeinsamen Fuß- und Radverkehrsübergänge mit Zebrastreifen, deren Bemalung auf dem für den Radverkehr vorgesehenen Bereich ausgespart worden ist. Dadurch werden die Unebenheiten auf der Straßenoberfläche vermieden und man muss nicht über entsprechende Ruppel rüberfahren. Außerhalb großer Städte und abseits der Schnellstraßen gibt es sehr wenig Verkehr. Menschen mit dem Auto achten in der Regel die Vorfahrt des Radverkehrs und sind es auch gewohnt anzuhalten, wenn ein Radfahrer oder eine Radfahrerin die Straße überqueren möchte. Insbesondere auf Schnellstraßen kann es natürlich trotzdem zu Überholmanövern ohne hinreichenden Sicherheitsabstand kommen, weil dort, wie bereits schon erwähnt, oft keine Seitenstreifen existieren. Wir haben die Route jetzt noch mal vollständig geändert. Ursprünglich ging die Strecke hier oben rum. Also die gelbe Linie, das war die geplante Strecke. Hier in diesem Vätternsee vorbei. Und dann hier runter bis nach Kopenhagen. Und die neue Route ist jetzt diese hier. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht so eng an der Autobahn entlang fahren wollten. Die ursprüngliche Route, die führte immer sehr nah an der Autobahn vorbei und die neue Route, die geht ein bisschen mehr mitten durchs Land und sieht teilweise auch ein bisschen grüner aus und ein bisschen abwechslungsreicher. Hat auch insgesamt jetzt die gleiche Kilometeranzahl. Es ist extrem hügelig nach wie vor. Wir haben nach wie vor auch sehr viel Gegenwind, aber kriegen wir bestimmt hin.
Die bereits erwähnten zahlreichen offiziellen Radrouten stellen natürlich eine hervorragende Ausgangslage für die Routenplanung dar. Ihr solltet dabei berücksichtigen, dass das Land ausgesprochen hügelig ist und viele, insbesondere kleinere Hügel und entsprechende Höhenmeter überwunden werden müssen. Das wirkt sich natürlich auf die erreichbare Tageskilometeranzahl aus und erfordert eine entsprechende Kondition. Während meiner Tour Richtung Südwesten hatte ich zudem eine Woche lang mit relativ starkem Gegenwind zu kämpfen. In Südschweden scheint das zumindest im Sommer keine Seltenheit zu sein. Und wer also lieber mit Rückenwind unterwegs ist, der könnte gegebenenfalls auf einer Route nach Nordosten mehr Glück haben. Wer besonders schnell unterwegs sein möchte und seine Routen mit einem entsprechend straffen Zeitkontingent plant, sollte berücksichtigen, dass einige Straßen durch Fährverbindungen unterbrochen sind und deshalb entsprechende Wartezeiten einplanen. Die Fährverbindungen sind übrigens kostenlos in der Regel. Für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren gilt in Schweden eine Helmpflicht und Verstöße dagegen können mit einem Bußgeld von 55 Euro geahndet werden. Am Fahrrad vorgeschrieben sind eine Klingel und eine Bremse, ein rotes Rücklicht, ein weißer Reflektor vorne und gelbe oder orangen Reflektoren an der Seite. E-Bikes dürfen mit Unterstützung maximal bis zu 25 Stundenkilometer schnell fahren. Wer sich mit den schwedischen Verkehrszeichen vertraut machen möchte, findet in der deutschsprachigen Wikipedia eine Bildtafel mit den entsprechenden Bedeutungen. Die meisten Verkehrsschilder sind allerdings selbsterklärend und entsprechen denen in Deutschland bzw. sind denen sehr ähnlich. Den Link zu der Bildtafel, den packe ich euch trotzdem unten in die Videobeschreibung. Wegen der Weite des Landes, der dünnen Besiedelung und der technisch einfachen Fahrräder, die in Schweden vorzugsweise genutzt werden, sind spezielle Radteile nur in den großen Städten zu bekommen. Spezielle Verschleißteile wie Bremsbeläge oder besondere Mäntel, die sollte man deshalb besser von zu Hause mitbringen. Einfache Ersatzteile wie Schläuche, Flickzeuge und Ähnliches findet man in den Supermärkten oder im Baumarkt in allen größeren Ortschaften. Und die sind meist auch sonntags geöffnet und in Südschweden etwa alle 30 bis 50 Kilometer zu finden. Das Sortiment dort entspricht dort etwa dem Fahrradteileregal in einem deutschen Baumarkt. Normale Fahrradgeschäfte haben üblicherweise Ersatzteile für normale City- und Trekkingräder. Geschäfte für Mountainbikes und hochwertige Komponenten sind meist nur in Göteborg, Stockholm oder anderen größeren Städten zu finden. Eine Liste mit allen Ausrüstungsgegenständen und Dingen, die ich auf meiner Radreise durch Schweden dabei hatte und die ich größtenteils auch für die Mitnahme empfehlen kann, die gibt es in meinem Blog bzw. als Link in der Videobeschreibung. Grundsätzlich gilt, die Ausrüstung, die in Schweden benötigt wird, die unterscheidet sich nicht maßgeblich von der Ausrüstung, die ihr zur gleichen Jahreszeit wahrscheinlich auch in Deutschland mitnehmen würdet. Es kann in Schweden lediglich noch ein bisschen kühler sein, als man es in Deutschland erwarten würde. Ich war beispielsweise im August in Schweden und trotzdem sehr froh, den wärmeren Schlafsack dabei gehabt zu haben. Lebensmittel sind in Schweden deutlich teurer als in Deutschland. Supermärkte finden sich auf dem Land etwa alle 30 bis 40 Kilometer und sind normalerweise auch sonntags geöffnet. Abgefülltes Trinkwasser ist ebenfalls deutlich teurer als in Deutschland. Es lässt sich allerdings häufig an Wasserhähnen im Eingangsbereich von Supermärkten kostenlos Leitungswasser abfüllen. Und Leitungswasser ist in Schweden als Trinkwasser sehr gut geeignet. In vielen kleineren Ortschaften gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Man findet dort aber fast immer einen Friedhof, an dem man sich zumindest Leitungswasser abfüllen kann. Rotkappen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Die gibt es heute Abend, ja? Genau. Es lohnt sich in Schweden sehr, Speisepilze bestimmen zu können oder ein Buch zur Bestimmung von Speisepilzen dabei zu haben. Speisepilze wachsen nämlich zumindest zu bestimmten Jahreszeiten massenweise in den Wäldern oder an den Straßenrändern.
Wir haben uns zum Beispiel regelmäßig mit Birkenrotkappen, Maronen und Steinpilzen satt essen können. Das sogenannte Jedermannsrecht erlaubt in Schwedens Natur, ohne Einwilligung des Grundbesitzers eine Nacht lang zu zelten. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich nicht um eine landwirtschaftliche Nutzfläche handelt und sich der Platz nicht in Sichtweite eines Wohn- oder Ferienhauses befindet. Gruppen mit 4 Zelten oder mehr benötigen allerdings die Erlaubnis des Grundeigentümers, und möchte man in Sichtweite eines Hauses zelten oder länger als eine Nacht an einem Standort verweilen, dann muss ebenfalls die Erlaubnis des Eigentümers eingeholt werden. In ganz Schweden gibt es zudem offizielle Übernachtungsplätze entlang von Wanderwegen, die auch häufig mit dem Fahrrad zu erreichen sind. Sie sind meist mit einem Unterstand zum Übernachten ausgestattet, mit einer Feuerstelle, einer Trockentoilette und zum Teil auch mit Trinkwasser. Dabei sollten die ausgehängten Nutzungsregeln beachtet werden. Beispielsweise gibt es Übernachtungsplätze, an denen ist dann eine kleine Gebühr in Höhe von zum Beispiel 3 € und eine Vertrauenskasse zu entrichten, und dafür steht kostenloses Brennholz zur Verfügung. In Nationalparks und anderen geschützten Gebieten kann das Jedermannsrecht eingeschränkt werden und es kann ein saisonales Betretungsverbot ausgesprochen werden. Das steht dann meistens auf den Schildern und Hinweistafeln an den Eingängen. Des Weiteren gibt es einige öffentliche Badestellen mit Feuerstellen, die sich hervorragend zum Zelten anbieten würden, an denen jedoch leider Campingverbot besteht, worauf ebenfalls über entsprechende Beschilderung hingewiesen wird. Tatsächlich fand ich das Zelten in Schweden so einfach wie in keinem anderen Land und auch so angenehm wie in keinem anderen Land, denn auch neben der klaren restlichen Situation ist die Sicherheit hoch, die Natur weitläufig und wild, Siedlungen sind rar und an den allermeisten Straßen finden sich alle paar Meter Einbuchtungen und kleinere Freiflächen, an denen sich auch spontan ein Zelt aufschlagen lässt, falls es aus irgendwelchen Gründen mal besonders schnell gehen sollte. Neben den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutzimpfungen ist für die Radreise durch Schweden insbesondere eine FSME-Impfung zu empfehlen. Denn vor allem an der Ostküste des Landes, im Großraum Stockholm, kommt es laut Angaben des Auswärtigen Amtes nicht selten zu FSME-Infektionen durch Zecken. Etwa eine von 100 Zecken soll als Überträgerin dabei in Frage kommen. Zecken können außerdem Borreliose übertragen und dagegen existiert leider kein Impfstoff. Das Risiko für eine Borreliose-Übertragung besteht angeblich bei jeder dritten Zecke. Ihr solltet daher den Körper regelmäßig und spätestens jeden Abend nach Zecken absuchen und Zecken sofort entfernen. Das Auswärtige Amt verweist zudem auf einzelne Fälle von bisher in Schweden nicht vorgekommenem Fuchsbandwurm. Fügt jedoch hinzu, dass die schwedische Lebensmittelbehörde nicht allgemein vom Verzehr von Blaubeeren, Preiselbeeren oder Pilzen abgeraten hätte. Last but not least gibt es in Schweden viele Mücken, weswegen ich empfehlen würde, ein entsprechendes Antimückenmittel dabei zu haben. Auf einigen wenigen Strecken soll es zwar Bahnunternehmen geben, bei denen die Radmitnahme möglich ist. Grundsätzlich können Fahrräder in Schweden jedoch nicht mit der Bahn transportiert werden. Dadurch wird ein Abbruch der Reise oder eine streckenweise Überbrückung mit öffentlichen Verkehrsmitteln leider recht kompliziert. Hier solltet ihr euch auf jeden Fall im Vorfeld über die wenigen vorhandenen Radmitnahmemöglichkeiten informieren. Im Radreise-Wiki werden einige Linien und Mitnahmemöglichkeiten aufgeführt. Ich verlinke euch den Artikel unten in der Videobeschreibung. Die Informationen dort sind allerdings teilweise leider sehr veraltet. Möglicherweise könnte sich die Situation wirklich verbessern, weil das Unternehmen FlixTrain angekündigt hat, die Strecken Stockholm-Göteborg und Stockholm-Malmö bedienen zu wollen. Und sehr einfach und preiswert ist die Radmitnahme allerdings bereits jetzt mit FlixBus. Die meisten Busse besitzen Radgepäckträger, an denen die Fahrräder sicher und schnell fixiert werden können, ohne dass dafür am Rad irgendwelche Umbaumaßnahmen erforderlich wären. Ein Jahr zuvor habe ich zur gleichen Jahreszeit Finnland mit dem Fahrrad bereist. Beide Länder bieten für die Radreise recht ähnliche Voraussetzungen hinsichtlich Klima, Landschaft und Infrastruktur. Aber welches Land eignet sich eigentlich besser für die Radreise?
Sowohl in Finnland als auch in Schweden zeichnet sich die Landschaft durch ihre vielen Hügel, die großflächigen Wälder und die vielen Seen aus. Gefühlt habe ich in Finnland jedoch häufiger gut geeignete Badestellen mit Zeltmöglichkeit gefunden. Und das Zelten gestaltet sich dafür in Schweden grundsätzlich ein bisschen einfacher als in Finnland, weil in Finnland viele Wege, die von der Straße abführen, auf Privatgrundstücken enden. In Schweden existiert ein besser ausgebautes Radwegenetz und allgemein, wie ich finde, etwas mehr Infrastruktur. Finnland erschien mir noch etwas dünner besiedelt, was auch in vielen Kleinstädten durch einen etwas morbiden und verlassenen Charme zum Ausdruck kam, und das mag ich eigentlich ganz gerne. Alle meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Finnland, die habe ich bereits in diesem Video zusammengefasst. Also ich bin total begeistert von der Natur, von der Landschaft hier in Schweden. Es ist alles saftig grün, unglaublich viel Wälder und Seen. Die Straßen sind alle gut. Selbst hier solche unasphaltierten Wege durch den Wald fahren sich richtig klasse. Und ja, es ist einfach schön. Ein bisschen hügelig, also ein bisschen sehr hügelig. Also wir fahren eigentlich nur bergauf und bergab. Haben leider auch immer Gegenwind, aber es geht. Ja, und dann gibt es hier ganz viele vereinzelte Häuser. Die Leute leben halt wirklich sehr vereinzelt, mitten in der Natur, in den Wäldern, überall Wiesen, wunderbar zum Campen. Man findet wirklich überall richtig gute Zeltplätze. Also für die Radreise ist Schweden wirklich hervorragend geeignet. Alle diese Tipps und Hinweise gibt es auch nochmal zum Nachlesen in meinem Blog Cycling the World. Weitere Informationen zum Thema Radreisen in Schweden sind im Radreise-Wiki zu finden. Und allgemeine Reiseinformationen und Einreisebestimmungen für Schweden, die gibt es bei Wikivoyage und beim Auswärtigen Amt. Auch diese Links, die packe ich euch natürlich alle unten in die Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video nützlich erschien, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und sollten euch weitere interessante Tipps und Hinweise für Radreisen durch Schweden einfallen, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sie in den Videokommentaren ergänzt oder im Radreise-Wiki und bei Wikivoyage eintragt. Weitere Tipps und Hinweise für Radreisen findet ihr auf meinem Kanal. Und wenn ihr den abonnieren möchtet, dann vergesst nicht, auf die graue Glocke zu klicken, denn nur dann gibt es auch eine Benachrichtigung bei neuen Videos. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch viel Spaß bei eurer Radreise. Tschüss!